sie nicht Gebrauch von den neuen Richtlinien der Weltmeisterschaft. DJ Knut aus Dänemark führte bei seiner Kür gleich mal eine neue Transformer-Technik ein, indem er mit dem Tornamen selber arbeitete. Das erregte Aufsehen und ließ die Spannung allmählich steigen. Und dann ging's auch schon ab, klein, freundlich, flink und perfekt, wie die Japaner nun mal sind. DJ Toshi war total verknallt in House of Pain und steigerte sich so rein, dass ein Strip am Ende sein musste. Doch für noch mehr Aufsehen sorgte DJ Tommy aus Hongkong. Warum nicht mal den Turntable ankippen und mit dem Mund, Ellenbogen und Füßen scratchen? Nur wer aus dem Rahmen fällt, sammelt Pluspunkte. Wer Weltmeister werden will, muss schon alles geben. Und die Chance hatte jeder, denn David Fascher, der amtierende World Champion, trat aufgrund der neuen Wettbewerbskriterien dieses Jahr nicht an. Der DJ ist hier längst nicht mehr nur der Plattenaufleger schlechthin, sondern ein kreativer Kopf, der aus vielen Songs neue Werke macht. Für was ist eigentlich diese Pitch-Regel am Plattenspieler noch gut? Pierre Jackson aus Schweden zeigt's euch. Das Megateam von den Philippinen vertraute ganz auf mitgebrachte Requisiten. Warum nicht mal den eigenen Arm in einen Tonarm verwandeln und das Abtastsystem fliegen lassen? Für Gags waren die Filipinos ja schon immer zu haben. Und wer scratcht hier schon mit einer überdimensionalen Scheibe? Das sieht einfach jeder, auch der Letzte in der Reihe ganz, ganz hinten. Die Crazy Fast Nevis aus Frankreich wirkten dagegen total cool. Gehörten sie doch zu jenen, die vom neuen WM-Konzept Gebrauch machten. Und das beeindruckte nicht nur die Jury. Doch sie waren einfach besser. Sie waren die Besten, die Rocksteady-DJs aus den Staaten. Da stimmte einfach alles. Die Dramaturgie, die sauberen Mixe und die Scratch-Einlagen. Im vergangenen Jahr waren sie ja schon Zweite. Doch diesmal gaben sie alles. Und das hat sie zum Weltmeister gemacht. World Champion 1992, die Rocksteady DJs aus den Staaten. It's hot.